Bevor das Video losgeht, noch eine kleine Erinnerung. Wenn Sie keines dieser Videos versäumen wollen, drücken Sie unten auf Abonnieren. Das ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Und jetzt geht's weiter zum Video. Das sind 100 Stück meines Passwort-Notizbuches. Die größte Lüge unserer Zeit. Ah, das Passwort brauche ich mir nicht aufschreiben. Das merke ich mir auch so. Was ist in diesem Buch zu sehen oder was kann ich damit machen? Sie können Ihren Namen und das Datum reinschreiben, wo Sie es bekommen haben. Und dann sieht das Ganze so aus. Wir haben hier eine kleine Passwortkunde zu Beginn. Was sind Passwörter? Wie wähle ich ein sicheres Passwort? Und dann haben Sie hinten die Kategorien an verschiedenen Passwörtern. Das Ganze fängt an mit Betriebssystemkonten, Google, iPhone, also Apple ID, das Google-Konto, Microsoft-Passwörter und auch andere können Sie beliebig ausfüllen. Und normalerweise sieht das so aus, dass man den Anmeldenamen reinschreibt und dann unten das Passwort und wann man es geändert bzw. neu gemacht hat. Was haben wir noch? Ich habe dann die Passwörter für die verschiedenen Geräte, die wir haben. Smartphone und Handy zuerst, Tablets, Computer und andere Geräte. Dann auch noch E-Mail-Adressen, die Sie haben, vielleicht verschiedene. Dann auch noch Netzwerke, wenn Sie immer wieder nachschauen müssen, was Ihr WLAN-Passwort ist, schreiben Sie es ganz einfach hier rein. Und dann auch noch Anwendungen bzw. Anmeldungen auf verschiedenen Webseiten. Was könnte das sein? Facebook, Instagram, verschiedene Dienste, die Sie nutzen, können Sie hier reinschreiben. Zum Schluss noch ein bisschen Platz für Notizen. Und ich schlage dann immer vor, dieses Buch ist recht klein, Sie sehen es ungefähr so groß wie meine Hand. Legen Sie dieses Buch dann zu bzw. an einen sicheren Platz zu Ihren wichtigen Dokumenten, zum Beispiel in die Dokumentenmappe, in die Schublade, wo Sie keine Dinge verlieren. Und wenn Sie ein Passwort suchen, hier steht es dann drinnen. Es hat diese türkis-grüne Farbe, die zu meinem Logo passt. Und wenn Sie dieses Büchlein anfinden, wissen Sie, jetzt sind Sie an der richtigen Stelle. Anstatt, dass Sie einen Schmierzettel verwenden, dass Sie einen Zettel in der Schachtel vom Handy reinlegen und so weiter und so fort, auf der Rückseite des Kalenders, diese Dinge kann man vielleicht verlieren oder man findet sie nicht an. Dieses Buch verlieren Sie nicht. Geben Sie es an einen sicheren Ort und verwahren Sie Ihre Passwörter gut. Ich verlose 100 Stück dieses Passwort-Notizbuchs. Alles, was Sie tun müssen, ist, schreiben Sie eine E-Mail an mich, schreiben Sie eine E-Mail an info@handykurse.at und ich sende Ihnen europaweit dieses Passwort-Notizbuch gratis zu. Die Aufgabe ist ganz einfach. Schicken Sie mir eine Mail an info@handykurse.at. Wenn Sie nicht wissen, wie man eine E-Mail schreibt, ich zeige Ihnen das hier in diesem Video. Schauen Sie sich das ganz einfach an. Es ist kein Haken an der Sache. Ich möchte ein paar meiner Bücher verschenken. Dieses Buch kostet bei mir typischerweise 5 Euro, kann bestellt werden, zuzüglich Versandkosten. Viel Spaß beim Mitmachen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin.